Guys, ich muss es einfach mit euch teilen. Dieser Kanal hier von diesem Steuerberater, Christoph Jung heißt der gute Mann. Ich habe gerade dort ein Video gesehen von der doppelstöckigen Holding. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Muss ich einfach mit euch teilen. Und gibt es ein Reaction-Video auf diesen Weltenbummler, der auch mehrere Millionen Aufrufe oder irgendwas hat auf Galileo oder so. Ja, auch super interessant. Aber auch da spürt man schon, dass die Gesetzes einfach nur sehr langsam sind, ne? Und auch immer krasser werden und so weiter. Es ist natürlich ganz logisch, dass die sehr langsam sind, aber natürlich dann auch irgendwann mal dann hinterher sind. Egal, wir schauen einfach mal ganz kurz rein. Aber es ist echt hammermäßiger Kanal. Also ich überlege mir gerade, ob ich mich da nicht irgendwie anmelde bei dem Steuerberater irgendwie, weil also ich fühle mich da also was über den YouTube-Kanal rüberkommt, echt aufgehoben. Also das ist echt der Wahnsinn. Sowas von detailliertes Wissen, was da auf dem YouTube-Kanal rübergebracht wird, ja, und aber auch genial gemacht, ja, weil du willst als Unternehmer mit dem Ganzen eigentlich gar nichts zu tun haben, ja. Und die übernehmen das halt auch dann noch komplett. Ich nehme mal an, dass das aber schon 5.000 Minimum im Jahr kostet alles. Also wenn du halt, sagen wir mal, noch keine 50.000 im Jahr verdienst, dann lohnt sich es vielleicht, weiß ich nicht. Ja? Also musst du halt schon schauen, dass du möglichst schnell sechsstellig im Jahr verdienst, damit du halt sozusagen, was die Komplettkosten halt dann so initial sind, um diese ganzen Gesellschaften zu gründen, dass du, sagen wir mal, nicht mehr wie 5% oder so Kosten, Dauerkosten hast, ja. Und dann wahrscheinlich anteilig, wahrscheinlich noch mehr Kosten. Also wahrscheinlich mehr verlangen für Leute, die Multimillionen verdienen. Das ist ja, sonst würde er ja nichts verdienen, ja. Das ist auch klar, aber wenn du dir dadurch halt einfach zig Euro an Steuern sparst, das ist ja letztendlich dann nichts anderes als ein Provisionsmodell, ne? Für einen guten Job kriegt er halt ein bisschen von dem anteilig ab, was du als an Steuern dir einsparst, kriegt halt dann der Steuerberater über seine Honorare, ja? Also es ist letztendlich das gleiche wie im Vertrieb, ne? Wenn du einen guten Job machst, kriegst du halt Provision von dem Mehrwert, den du halt geschaffen hast, ja? Von daher ist es eigentlich ein. Also soweit ich jetzt alles verstanden habe, ja. Und mit diesen ganzen Steuerberatern, wo ich hier so im Umland mich immer wieder unterhalte und austausche und mir Tipps hole und so weiter, ist es ja überhaupt nicht vergleichbar. Also was der da alles an Ideen hat und auch an Motivation, ja. Und so wie für mich das rüberkommt, hat der auch keine Scheu oder auch keine Ängste vor Finanzämtern oder so, irgendwas auszuprobieren oder sonst was, ja, oder irgendwas durchzusetzen. Also wenn ich das hier in meiner Region mit den Steuerberatern, wo ich mal kurz telefoniert habe oder mal kurz besucht habe, mich beraten ablassen und so weiter, wenn ich das vergleiche, unfassbar, ja. Also da, wenn du nur einmal das Wort Steueroptimierung in den Mund nimmst, ne, wirst du quasi schon zur Tür gebeten, ja. Das ist ja, da hast du das Gefühl, die sind, also da kriegst du, also wo ich halt hier wohne, im Raum München, da kriegst du teilweise bessere Tipps direkt vom Finanzamt als wie von den Steuerberatern, wo ich mich hier sozusagen ausgetauscht habe in der Vergangenheit. Ja? Das hat natürlich das zur Folge, dass ich mich hier mal erkundige. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen rein hier zu diesem Reaction-Video, ist nämlich ganz interessant. Wenn wir uns genau im Gesetz anschauen, dann muss es ein Wohnsitz sein oder ein gewöhnlicher Aufenthalt. Primär ist der Ja. Wohnsitz ganz klar definiert. Der gewöhnliche Aufenthalt ist in der Regel an die 183 Tage in Deutschland definiert. Das Finanzamt hat in meinen Augen so ein bisschen das Öffnungsklausel, dass sie sagt, der Lebensmittelpunkt ist noch in Deutschland. Und ich denke, da machen die sind wir ganz klar fest. Wenn du aber nur 2 Wochen im Jahr in Deutschland bist, dann sehe ich da wirklich jetzt auch kaum noch eine Möglichkeit, wie das Finanzamt sich zumindest vor Gericht noch in eine Steuerpflicht kriegen würde. Wenn du aber noch 5,5 Monate in Deutschland bist und in den anderen Ländern jeweils weniger als 183 Tage, dann sehe ich da ein Thema, dass man sagt, Lebensmittelpunkt ist noch in Deutschland, weiterhin steuerpflichtig.
Es geht halt darum, ob du, wenn du einmal steuerpflichtig in Deutschland warst als Unternehmer, jemals da wieder rauskommst. Und das ist natürlich schon eine Sache für sich, ne? Weil die meisten, die halt sich hier einfach komplett abmelden und im Ausland anmelden, die sind in Deutschland nie wirklich steuerpflichtig gewesen, ne? Die sind halt irgendwo in die Welt gereist, haben sich dann für ein Land entschieden und dort sich dann niedergelassen. Aber wenn du halt mal eine Zeit lang, desto länger du hier halt irgendwas hattest, GmbH-mäßig und so weiter. Und ich nehme mal auch an, dass halt Ikonen wie De Kreuter zum Beispiel, die halt irgendwie 20 Jahre hier die GmbHs hatten, dann letztendlich auch weiterhin hier ihre GmbHs führen, weil es dann viel zu kompliziert wäre, da hier alles aufzulösen, ja, und in Dubai oder irgendwo neu zu gründen, ja. Da gehe ich mal stark davon aus. Das sind jetzt alles nur Vermutungen oder so. Oder ich mache hier eine reine Analyse. Ja? Also ich meine, darf ja jeder machen, glaube ich, soweit ich weiß. Ein Ansässigkeitszertifikat heißt ja meistens zwangsläufig gewöhnlicher Aufenthalt in diesem Land. Gewöhnlichen Aufenthalt hat der BfArdler entschieden, gibt es nur einen. Und dann, wenn der nicht in Deutschland ist, dann sollte der eigentlich auch nicht der Lebensmittelpunkt sein. Deswegen ist es extrem hilfreich. Es ist vielleicht nicht in jeder Situation ein Muss. Und ich hatte es gerade angedeutet, man kriegt es leider nicht immer. Und wenn ich mich aus persönlichen Gründen für einen Lebensweg entscheide, wo ich in drei Ländern jeweils 4 Monate sein will, dann finde ich es verfehlt, dass man nur wegen der Steuer in einem Land länger bleiben muss, damit man da keine Risiken eingeht. Schwierig wird es halt, wenn du ein bisschen älter bist. Ich meine, ich gehe jetzt auch schon langsam auf die 30 zu, ne? Und gründest dann eine Familie. Das ist auch wieder nur ein begrenzender Glaubenssatz, ja? Mit deinen Kindern, weil du kannst die ja homeschoolen. Wahrscheinlich lernen die mehr im Homeschooling als wie oder private Schulen oder. Du kannst eigentlich alles übers Internet machen heutzutage, ja? Du kannst letztendlich, aber du hast halt natürlich schon wie so eine Art Nomadenleben, ne? Und damit muss man schon klarkommen irgendwie. Viele Menschen, und das sind natürlich sehr, sehr viele Menschen, die haben halt das Verlangen nach Heimat, ne? Und das darfst du halt gar nicht haben. Das ist ganz klar. Und ich meine, das ist ja auch das ganz große Plus, wo die Regierungen und so weiter natürlich ja auch drauf zählen, dass die Leute einfach sagen, hey, ich liebe meine Heimat. Ne? Also da müsste schon sehr, 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 sehr viel passieren, dass ich hier dieses Land verlasse. Und das sind halt einfach ganz viele Leute in den jeweiligen Ländern, die da eben sehr stark verwurzelt sind. Ja? Und darauf, auf dieses Heimatgefühl oder sagen wir mal patriotistisches Element, ja, darauf zählen natürlich die ganzen Regierungen, weil sonst würde jeder nur irgendwo rumreisen und keiner mehr Steuern zahlen, dann würde alles zusammenbrechen, ja. Das ist natürlich dann auch, wenn wir mal bedenken, dieses Jahr keine Steuern zahlen, aber unterm Strich ist es, muss man auch so sagen, gar keine Steuern, dann würde vieles einfach nicht funktionieren. Da müsste man ganz viele Dinge noch ändern. Weil es gibt halt einfach viele Dinge, die über Steuern bezahlt werden, die fundamental sind in der Gesellschaft. Was fällt mir jetzt gerade ein? Feuerwehr oder irgendwie solche Sachen, ja. Ich meine, wenn es mal brennt und es kommt niemand, um das zu löschen, irgendwie scheiße, ja. Soweit ich weiß, wird die Feuerwehr komplett über. Es gibt die Freiwillige Feuerwehr, die kriegt nichts. Aber die Berufsfeuerwehr wird ja über Steuern bezahlt. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ihr wisst schon, was ich meine. Grundsätzlich in mindestens drei verschiedenen Ländern jedes Jahr leben zu müssen, ja, dann, also diese Obligation zu haben, nicht sozusagen, das ist ja auch wieder das Prinzip Freiheit. Ja, wenn ich mich in so ein Konstrukt reinbegebe, dann bin ich ja auch wieder nicht wirklich frei, weil ich ja sozusagen in drei verschiedenen Ländern mindestens jedes Jahr leben muss. Und wenn ich mal ein Jahr lang keinen Bock habe, irgendwo rumzureisen, ich bin einfach zu müde oder ich lerne jemanden kennen und die Person kann dann nicht reisen. Ja, also ich lerne in einem dieser drei Länder jemanden kennen. Diese Person kann nicht reisen, weil sie dort irgendwie verwurzelt ist. Dann sehe ich die nur 3 Monate im Jahr oder wie soll das funktionieren? Na, das ist halt was für junge Leute, für Zigeuner, ja, ganz einfach.
Und deswegen wird es nie die große, wirklich große Masse meiner Meinung nach sein. Und deswegen wird da auch, deswegen dauert das alles auch alles so lange, weil es eben nur nicht die kritische Masse ist. Ja? Und das System holt sich ja natürlich erstmal, versucht sich erstmal das Geld von der kritischen Masse zu holen, da wo es immer am meisten zu holen gibt. Wenn jetzt ein paar tausend Zigeuner halt irgendwie. Dann ist es halt, das genießt es halt nicht so eine hohe Priorität. Und das sagt er ja auch, dass eben da die Gesetze sehr, sehr langsam sind, sich da anzupassen, ne? Dass man jetzt sozusagen diese ganzen Nomaden da noch irgendwie mit irgendwelchen Regulatorien halt einfängt. Aber es wird dann wahrscheinlich irgendwann auch kommen, ja? Wenn halt einfach die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen, gehe ich mal stark davon aus, ja? Und das sollte man halt alles bedenken, ja? Aber wenn man jung ist, kann man so machen, was man will, ja? Das dann wieder mit dem deutschen Finanzamt zu diskutieren, ist dann halt natürlich wieder eine andere Sache. Deswegen sollte man so sein insgesamtes Setup möglichst so aufsetzen, dass es da möglichst wenig Risiken gibt. Deswegen meine Empfehlung ist immer Substanz, Substanz, Substanz. Such dir ein Land aus, hol dir einen Wohnsitz, gründe im besten Fall in demselben Land die Company. Dann sollte man zumindest an seinem Wohnsitz Ja, würde ich auch sagen, absolut. im Homeoffice auch eine Betriebsstätte des Unternehmens haben. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Sehe ich genauso. Mit Substanz ist ja einerseits Räumlichkeiten gemeint, ne, sei es nun zumindest ein Apartment von 20 Quadratmetern, wo ich persönlich steuerpflichtig sein kann, meine persönliche Steuerpflicht. Und zweitens auch noch die Steuerpflicht der Company. Ob ich jetzt eine LL Limited habe, eine LLC habe, eine LLC habe, was auch immer, nämlich der dortige Ort der Geschäftsleitung. Und ich würde vielleicht noch so drei, vier Punkte mal gerade bereinigen, weil das Ganze mit reinbringt, Wohnsitz. Ja, der Herr hier, der hat sich halt entschlossen, nach Zypern auszuwandern. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Zypern, entweder ich mag's oder ich mag's nicht. Ich war noch nicht persönlich dort, muss auch nicht dort gewesen sein. Ich war in genügend anderen Orten und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, du hast dort wahrscheinlich sehr mildes Klima, was mir persönlich auch sehr gut tun würde, weil ich halt eine Hautkrankheit habe. Ja, also eigentlich hat mir der Arzt gesagt, die ist unheilbar. Ja, ich müsste der einzigste Weg wäre irgendwo an den Strand zu ziehen. Dann würde das weggehen. Ja, stellt sich die Frage, was mache ich hier in Deutschland noch? Ja, weil ich halt einfach nicht der Inseltyp bin. Ja, also ich müsste mich quasi zwingen, in eine Insel zu ziehen. Ja, okay, jetzt kurz persönliche Ausschweifung, aber du hast natürlich auch, musst auch bedenken, okay, Zypern, wo ist es? Also Zypern, das ist halt mitten, irgendwo da mitten auf dem Meer, ja, und drumherum hast du halt irgendwie Länder wie Türkei, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, Iran schon oder irgendwie solche Länder oder sowas, ja. Also du musst halt dir bewusst sein, dass du letztendlich schon im Nahen Osten bist, ja, de facto, mehr oder weniger. Infrastruktur, ja, wenn du mal, ja, keine Ahnung, ja, du bist halt da auf einer Insel in the middle of nowhere, ja. Ja, du kannst dich nicht mal einfach mal kurz ins Auto reinhocken und in die Berge fahren oder sonst irgendwas, ja. Und also meiner Meinung nach, bevor du zum Beispiel nach Zypern auswanderst, solltest du dort erstmal ein halbes Jahr gelebt haben. Also wie viele Deutsche sind da gebummelt, ja. Und dann nach einem Jahr waren sie wieder zurück, ja, und haben sich gesagt, dann sitzen jetzt wieder in Berlin, ja, ist doch nicht so toll, ja. Naja. Gemischten Aufenthalt, was ist das alles? Viele meiner Mandanten sagen immer, ja, wir sind in Deutschland abgemeldet, wir haben ja gar keinen Wohnsitz mehr im Sinne des Melderechts. Und Steuerberater interessiert das null. Aber das da hörst du wahrscheinlich auch total oft. Wir sind hier gar nicht mehr gemeldet, damit haben wir keinen Wohnsitz mehr. Wir Steuerrechtler sagen ja, das ist uns völlig egal, wo du gemeldet bist. Wohnsitz ist da, wo du Schlüsselgewalt hast. Also du kannst 100 Wohnsitze auf der ganzen Welt haben, wenn du 100 Ferienwohnungen hast. Da sind dann halt man dann schon mal. Da haben wir genug Urteile gesehen, da haben wir auch prominente Urteile gesehen, wo man noch einen Schlüssel für die Wohnung der Schwester hatte. Bei mir ist es in der Tat oft andersrum. In München, ne? Genau, die vergessen sich abzumelden. Und die melden sich teilweise erst ein, zwei, drei Jahre später ab. Die Ja. Steuerpflicht hat aber schon viel früher geendet, und zwar mit Ausreisen. Da ist dann auch wirklich keine Wohnung mehr, das ist vielleicht noch eine Anschrift bei den Eltern, das ist vielleicht noch die ehemalige Anschrift der ehemaligen Wohnung. Irgendwie funktioniert es dann auch mit der Post. Aber, und das ist so ein bisschen auch ein Weg, wie man ein bisschen spielt.
hier kann, das sind einfach unterschiedliche Gesetze. Wir haben Melderecht, wir haben Steuerrecht und wir haben auch ein Sozialversicherungsrecht, die nicht unbedingt alle miteinander zusammenführen. Also klar, in der Regel ist es so, die Krankenversicherung hängt eigentlich auch am Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt ist sehr ähnlich definiert wie im Steuergesetz. Und man, wenn man sich abmeldet, heißt das nicht, dass man auf der Steuerpflicht drauf ist. Umgedreht, wenn man aber raus ist und trotzdem noch gemeldet ist, dreht das Finanzamt einen darauf einen Strick und sagt, ja, die sind 2 Jahre hier in Deutschland gemeldet. Wieso wollen sie jetzt in Deutschland ihre Steuerpflicht beenden? Das ist so ein Praxisproblem. Juristisch ist das nicht haltbar, aber Finanzamt kommt immer mit diesem Argument, weil sie auch noch Zugriff auf die Daten haben, auf die Informationen. Ja, ist halt auch ein Nachweisproblem. Deswegen, wenn man auswandert und vor allem nicht alles eindeutig ist mit Ansässigkeitsbescheinigung und Co., Flugtickets aufheben, Kreditkartenbelege aufheben, vielleicht Buchungen aufheben, alles so ein bisschen Themen, kann man natürlich auch alles ein bisschen fälschen, also da gibt es natürlich sehr professionelle Vorgehensweise, dass man die Kreditkarte jemand anderem gibt. Was auf jeden Fall nicht fälschbar ist, ist eigentlich ist ein Stempel in den Pass. Haben wir jetzt halt in Europa zum Glück eigentlich nicht mehr wirklich, leider aus der Sicht. Wenn man da quasi eingewandert ist und durch die Sicherheitskontrolle und durch die Einwanderungsbehörde gereist ist. Ne? Also das ist die eindeutigste Art und Weise nachzuweisen, dass ich im Ausland war. Wenn ich einfach in Thailand reingehe und 4 Monate später also da rausgehe und den Stempel habe, das muss das Finanzamt glauben. Ja, und halten wir fest, der meldete Wohnsitz ist steuerlich irrelevant. Wenn ich aber den nicht abmelde, dann kann das Steuerfallen werden. Ja, Leute. Ja. Sehr interessant, wirklich hochinteressant. Ich hätte das irgendwie vor 20 Jahren gebraucht. Schaut euch das Ganze einfach an. Hier unten, ich mache euch immer die Quellenlinks rein hier unten. Also klar, ne? Überhaupt kein Thema. Zieht euch das Ganze rein, Jungs. Und ich bin raus, weil ich habe andere Sachen noch zu tun. Ich liebe YouTube, ja. Die haben mir das vorgeschlagen. Jetzt bin ich darauf gekommen, muss ich natürlich reinziehen. Ja. YouTube macht sich richtig süchtig. Ja. Aber YouTube-Algorithmus wird immer besser, muss ich echt sagen. Und ich habe es auch Google schon in dem Sinne zurückgezahlt, dass ich meine Aktienposition verdoppelt habe dieses Jahr, ne? Von Alphabet. Ja, also vielen Dank. Das ist mein Dankeschön an Google. Ja? Und seitdem ist der Aktienpreis auch nochmal ein bisschen hoch. Das ist dann sozusagen wieder das Dankeschön von Google an mich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Tschüss.